Hallöchen. Bleib da. Ich bin Guybrush Threepwood. Wer bist du? Du machst mir keine Angst, du schmutziger Pirat. Hallo, bitte töte mich nicht. Ah, ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Wirklich? Nein, ich lüge. In diesem Fall möchte ich keine. Tut mir leid, dass wir uns nicht einigen konnten. Kreuz noch einmal meinen Weg und ich benutze dich als Köder für die Haie. Ja, du klingst schon ziemlich hart. Trägst du etwa einen falschen Bart? Ist der Haken echt oder ist der erspart? Ist das eine echte Augenklappe? Die kommt ganz akkurat. Kann ich mir mal deine Kanone für eine Sekunde leihen? Es war schön, mit dir zu sprechen. Ja, sagen wir mal das hier. Trägst du einen falschen Bart? Blutnase, der Pirat würde niemals einen falschen Bart tragen. Tust du doch. Er ist an deinen Koteletten angeklebt. Genau genommen ist es ein Qualitätsbart. Aus den Brust- und Rückenhaaren von echten Piraten. Ich hoffe, er wächst an, wenn ich ihn eine Weile nicht wasche. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally! Erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat geworden. Sie können das auch. Fragen Sie mich wie. Ich bin ganz begeistert. Erzähl mir noch mal von diesen Seminaren. Erzähl mir von diesen Seminaren. Die Seminare haben mir einiges klar gemacht. Sie ahnen ja nicht, wie erhebend es ist, in der Lage zu sein, sich selbst zu sagen, ja, ich bin ein verachtenswerter, dreckiger, schurkiger Pirat, der Schande und Tadel verdient. Aber genau das ist es, was ich sein will. Alle waren sehr hilfreich. Wir hatten dieses große Gefühl der Synergie. Dann trat LeChuck die Tür ein und sagte, ihr fauler Abschaum! Zurück an die Arbeit oder ich verprügel euch mit euren eigenen Beinen. Ja, und was hat's denn mit diesen Motivationsvorträgen auf sich? Erzähl mir von diesen Motivationsvorträgen. Nun, es waren keine Seminare im eigentlichen Sinne. Es war eher, was LeChuck als das Verdreschen des inneren Schweinehundes bezeichnete. Und die Audiobücher? Erzähl mir von diesen Audiobüchern. Die Papageien-Audiobücher sind der Schlüssel zur Piraterie. Du erhältst einen Satz von 12 Papageien. Einen pro Monat. Gib so viele zurück, wie du willst. Behalte sie alle und werde glücklich. Sie lehren dich, wie ein Pirat zu sprechen. Alle Schlüsselsätze sind darin enthalten. Streck den Mann nieder! Ich brech dir die Knochen! Lora will einen Cracker! All die Phrasen, die ein Pirat braucht, um auf hoher See respektiert zu werden. Hast du denn irgendwelche Literatur da, die ich mir vielleicht mal ansehen kann? Hier. Oh, danke. Dieser Handzettel erklärt die Grundphilosophie, der ich folge. Lass mich frei, Wally. Was ist hinter dieser Tür? Ja, was ist denn eigentlich hinter der Tür? Hinter dieser Tür verbergen sich LeChucks Schätze. Dort gibt es Haufen und Stapel von Gold und Silber. Er hat seine gesamte Beute zusammengebracht, um sie Elaine zu geben. LeChuck ist davon überzeugt, dass er Elaines Liebe kaufen kann. Na, ich glaube ja nicht. Wie sehen denn LeChucks Pläne so aus? Er arbeitet an einer geheimen Waffe. Irgendeine unglaublich mächtige Kanonenkugel. Er will sie benutzen, um die Mauern der Festung niederzuschießen. Nein! So dass seine Mannschaft die Insel einnehmen kann. Nein! Lass mich doch mal bitte frei, Wally. Ich kann nicht, Mr. Brush. Ich bin jetzt der böse Pirat Blutnase. Und außerdem, selbst wenn du an Deck kommst, würde LeChuck dich in Streifen schneiden. Aber du bist doch als Pirat ein Versager. Halt die Klappe, du gelbbäuchiger Schmeißfisch! Noch ein Piep und ich buchte dich ein! Piep. Du anstößiger Mistkerl! Noch ein Wort und ich zeige es dir! Wort. Da
Das reicht! Ich werde dich zerfetzen! Ich werde... Oh, ich kann es nicht. No. Ich kann es einfach nicht. No. Oh. Sie haben recht, Mr. Wood. Ich bin einfach kein Pirat. Ich bin nicht grausam oder blutrünstig oder hasserfüllt oder sonst was. No. Ich bin nicht einmal unfreundlich. Oh. Ach, ist ja schon gut. Ach, der arme kleine Wally. Der putzige kleine Mann. Nehmen wir da mal seinen Plastikhaken. Ich glaube, ich habe noch nie einen niedlicheren Piraten gesehen. Können wir ihn jetzt drücken? Ganz mitleidig drücken. Ich will den kleinen Kerl nicht aus den Socken hauen. Na gut, das verstehe ich natürlich. Können wir vielleicht nochmal mit ihm reden? Ich will ihn nicht stören. Ach so, entschuldige. Er hat einen harten Tag gehabt. Ja, da hast du recht, Guybrush. So, da haben wir ein Seil. Was machen wir damit? Es ist ein altes, kurzes, durchgescheuertes Seil. Gut, können wir das vielleicht aufnehmen? Es hat sich in all den Trümmern verheddert. Ich kann es nicht aufheben. Ach so, wusste ich ja nicht. Können wir damit vielleicht sprechen? Ach, essen! Können wir das Seil denn essen? Mein Ernährungsplan enthält schon genug Ballaststoffe. Ach, doof. Kanonenkugeln! Was hat's denn damit auf sich? Schöne Kanonenkugeln. Ja, nimm die doch mal mit. Sie sind zu schwer zum Tragen. Ach so, und vielleicht zum Essen? Ah, nicht sprechen. Nein. Ach so, naja gut, hätte er sein können. Ein Halteseil haben wir noch. Gitter, Tür. Es ist das Halteseil für die Kanone. Können wir das vielleicht nehmen? So einen großen Knoten könnte ich nie lösen. Schade. Können wir das vielleicht essen? Das kann ich nicht durchkauen. Schade. Die Tür können wir wahrscheinlich nicht öffnen. Ich kann diese Tür mit bloßen Händen nicht aufstemmen. Ach, du Lusche. Vielleicht mit dem Schlüsselloch sprechen. Wenn da jemand von euch stinkenden, elenden Unholden der Verdammnis drin ist, könntet ihr die Tür aufmachen? Es ist nicht, dass ich versuche zu fliehen oder so. Es ist nur so, dass ich gerne rausgehen und ein Getränk für Erwachsene genießen möchte. Ja, klappt ja super. Können wir vielleicht das Gitter öffnen? Erstmal an... Gitter? Ja, Gitter. Öffnen. Ich komme nicht dran. Ja, spring bloß nicht. So, was haben wir noch? Einen Ladestock. Sieht wie ein Ladestock für die Kanone aus. Dann nehmen wir den doch mal. Ja, so einen Ladestock habe ich auch immer dabei. Können wir den mit der Kanone denn benutzen? Sie ist bereits geladen und schussbereit. Ach super, können wir die denn... Können wir die mit der Kanone denn benutzen? Ja! Hallöchen, ihr lieben Skelettpiraten. Hey, das war ganz schön knapp, Kumpel. Entschuldigung, ich treffe nächstes Mal. So. Pass auf, wo du hinschießt. Ja, mach ich doch schon. Oh. Hoppla. Upsi. So. Auf welcher Seite stehst du? Auf der linken. So. Wenn du so weitermachst, werden wir alle getötet. Noch einmal. Ja, tut mir leid. Ich muss... Hey, ich werde langsam ziemlich gut darin. Fies. Die ganzen Knochen und all das Zeugs treiben auf das Schiff zu. Ja, dann gucken wir doch mal nach. Ich kann mich nicht an der Kanone vorbeizwängen. Ach, schade. Was haben wir denn da? Bullaugen. Es kommt ein merkwürdiges Leuchten aus diesem Bullauge. Nun, diesmal haben sie sich mit dem falschen Totenkopf angelegt. Warum? Wer bist du? Hallo? Es ist ein schrecklicher Totenkopf. Komm mal mit dem... Wenn ich erst einmal den Kanonier in die Finger bekomme. Wenn ich erst mal meine Finger in die Finger bekäme. Ja, dann Hallöchen, sprechender Totenkopf. Ich bin Guybrush. Entschuldige, dass ich dein Boot in die Luft gesprengt habe. Ich bin Guybrush. Entschuldige, dass ich dein Boot in die Luft gesprengt habe. Und dann wird dieser Kummer das Letzte sein, was du fühlen wirst. Du stehst vor dem schrecklichen Dämonenschädel Murray. Und nun will ich deine Schreie des Entsetzens hören. Ich bin viel zu entsetzt, um was zu sagen. Ich bin zu entsetzt, um etwas zu sagen. Buh!
Warum lacht ihr Bösewichte eigentlich immer so viel? Warum lacht ihr Bösewichte immer so viel? Ich habe über nichts Spezielles gelacht. Ach so. Irgendwo knabbert ein Fisch an meinem Fuß und das kitzelt. Weißt du, mit einer Tropfkerze auf der Stirn würdest du großartig aussehen. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht sonderlich ernst nimmst. Doch, das tue ich wirklich. Wirklich? Wirklich? Das ist toll. Kann ich dich Platte nennen? Du darfst mich Murray nennen. Ich bin eine einflussreiche dämonische Macht. Ich bin der Vorbote deines Untergangs. Und die Mächte der Dunkelheit werden mir applaudieren, wenn ich durch die Tore der Hölle schreite und deinen aufgespießten Kopf bei mir habe. Schreite? Dann eben rolle. Durch die Tore der Hölle rolle! Musst du einem denn an allem den Spaß vermiesen? Oh, das tut mir leid. Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Ist es ein richtig böse aussehender Türstopper? Natürlich. Naja. Hatte denn der Vater deiner Mutter auch eine Glatze? Ich habe keine Glatze. Ich habe nur sehr hohe Geheimratsecken. Ach so. Naja, wenigstens brauchst du dir keine Gedanken zu machen, was du anziehst. Nun, das ist wohl richtig. Um Schmuck brauchst du dir wohl nicht mehr viele Gedanken zu machen. Das stimmt auch. Und Hüte stehen mir besonders gut. Na bitte. Wie kannst du eigentlich ohne Augen sehen? Wie kannst du ohne Hirn herumlaufen? Alles Dinge, auf die niemand eine Antwort kennt. Ich gehe jetzt. Gut. Nun lass mich allein. Ich muss noch eine Menge Intrigen und Bosheiten aushacken. Natürlich. Mit dem Ladestock können wir doch Nun ja. Ich schätze, ich sollte das wohl positiv sehen. Ja, mit dem Ladestock können wir doch den Murray bestimmt ranholen. Hey! Oh! Tja, so viel dazu. Kommen wir denn da dran, an die Trümmer? Offensichtlich. Damit komme ich ran, aber ich finde keinen Halt. Nichts. Ah, wir kommen ran, aber wir finden keinen Halt. Ich tue jetzt natürlich so, als wüsste ich das gar nicht. Oh, die kann man kombinieren zu einem Enterhaken. So ein Zufall. Komme ich denn damit an die Trümmer? So, und damit haben wir nicht nur ein Entermesser, sondern auch einen Skelettarm. Huch, den können wir gleich mal angucken. Es ist ein Skelettarm. Oh, ja. Und wir haben auch ein Entermesser. Es ist ein scharfes Entermesser. Ja, und wir haben Piratenliteratur. Piraterie nach Art des LeChuck, Kapitel 1. Wie man mehr als 15 Mann auf des Totenmanns Kiste bekommt. Tja, größere Kiste kaufen. Und wir haben einen Enterhaken. Es ist ein Ladestock mit einem aufgesteckten Plastikhaken. Und wir haben noch die Heliumballons vom Ende des zweiten Teils, falls ihr euch erinnert. Fehler in der Matrix. Wir hatten am Ende vom zweiten Teil zwei Handschuhe, zwei aufgeblasen und einen Heliumballon. Und hier haben wir plötzlich zwei Heliumballons. Warum auch immer. Sie sind sehr festlich. Aber wenigstens sind sie sehr festlich. Gut, hier können wir sonst nichts mehr machen. Es ist die Mündung der Kanone. Ja, können wir da vielleicht was nachstopfen? Nein. Na, schade. Können wir vielleicht, Ich komme nicht dran. Gut, hat sich gerade erledigt. Was haben wir denn da hinten? Es ist eine weitere Kanonenluke. Kommen wir aber auch nicht dran, ne? Ich kann mich an dieser Kanone nicht vorbeizwängen, um dorthin zu gelangen. Na gut, dann gehen wir wieder rein. Ja, du hör doch auf zu heulen, Wally. Und wir haben jetzt ein Entermesser und damit können wir mal versuchen, das Halteseil zu durchtrennen. Schmecke den kalten Stahl, schwächliches Kanonenhalteseil. Haha! So, damit können wir das Seil aber immer noch nicht nehmen, ne? So einen großen Knoten könnte ich nie lösen. Gut, aber wir können zumindest die Kanone nochmal benutzen. Mal gucken, was passiert.